hallo Leute. Lange nichts mehr von mir gehört. Ne? Ich habe einfach keine Lust gehabt. Ich habe keine Lust gehabt. Okay. Also, der heutige Titel zwischen oben drum und drunt deutet schon an, dass das Thema heute ein kleines bisschen, soll ich sagen, allgemeiner ist. Ne? Also so irgendwie zwischen oben drum und drunt. Ne? Klar. Das Irritierende an Australien. Waren Sie schon mal in Australien? Wenn Sie schon mal in Australien oder Argentinien oder Südafrika waren, dann wissen Sie natürlich, dass in Australien oder Argentinien oder Südafrika, anders als bei uns, die Sonne rechts aufgeht und sich links zum Untergang neigt. Ein absolut faszinierendes Naturschauspiel, das dein kindliches Herz zittern macht. Australienreisende berichten mir allerdings, dieser Umstand sei ihnen gar nicht aufgefallen, als sie seinerzeit in Down Under gewesen seien. Das rührt daher, denke ich mir, dass ganz, ganz viele Leute zu dumm sind, um aus dem Fenster zu schauen. Sie können es nicht. Du siehst, ich zitiere jetzt, du siehst, was siehst du? Du siehst gar nichts, du glotzt. Glotzen ist nicht sehen. In Brechts Stück Leben des Galilei gibt Galileis Schüler Andrea Sarti zu bedenken, die Erde könne gar keine Kugel sein, denn ansonsten würden die Menschen auf der Südhalbkugel von der Erde ins unfassbare Nichts stürzen. Ne? Ist ja klar. Apfel, ne? Kugel ne? Und so weiter. In einer Szene zeigt Galilei Andrea einen Apfel und sagt, der Apfel solle jetzt die Erdkugel darstellen. Dann pickst er einen Holzsplitter, der einen Menschen darstellen soll, in den Apfel und Andrea sagt richtig, der Mensch stehe aufrecht, sein Kopf sei oben. Galilei dreht den Apfel um 180 Grad und Andrea sagt, jetzt hänge der Mensch umgedreht in der Welt, sein Kopf sei unten. Dann sagt Galilei, die oben zitierten Sätze, denn natürlich sind die Beine des Holzsplitters, also des sogenannten Holzsplitters, so habe ich orangene Haare, denn natürlich sind die Beine des Holzsplitters immer noch im Apfel, das heißt, der Erdkugel und der Kopf ist immer noch dann sagt Galilei die oben zitierten Sätze, denn natürlich sind die Beine des Holzsplitters immer noch im Apfel, das heißt der Erdkugel, klar, und der Kopf ist immer noch oberhalb der Knie. Ich war übrigens noch nie in Australien oder Argentinien oder Südafrika. Gottlob habe ich Flugangst und steige deshalb nie in ein Flugzeug ein. Warum soll ich die Welt bereisen, so meine Devise, wenn andere dies freiwillig tun und mir dann von der Welt erzählen,
und Bilder davon zeigen. Das reicht mir doch. Unsere Urgroßeltern mussten nach Afrika reisen oder in Hagenbecks Tier- und Völkerschau in Hamburg gehen, wenn sie einen Elefanten oder Neger sehen wollten. In unseren glücklichen Zeiten kommen die Neger etc. pp. Von selber zu uns oder sind schon seit langem hier. Okay. Wenn die Wüste abgeschnitten wird, wenn du kaum verreist, dann hast du viel Zeit, dich zu bilden und zum Beispiel im Fernsehen Dokumentarfilme über die Welt, das Universum und den Rest anzuschauen. Ich saß mal vor dem Fernseher und schaute aus dem Fenster eines Flugzeugs. Unter mir lag die Sahara, genau so, wie du dir die Sahara vorstellst. Sand, Sand, Sand. Der Sand wollte gar kein Ende nehmen und er nahm kein Ende. Und plötzlich, wusch, lag unter mir das Meer, ohne dass der Film geschnitten gewesen wäre. Ich hatte mir immer vorgestellt, zwischen Wüste und Atlantik, läge ein, wenn auch vielleicht nur schmaler Streifen grünen, bewirtschafteten und bewohnten Landes oder doch wenigstens eine Küstenstraße. In Wirklichkeit schwimmst du im Atlantik, steigst in Mauretanien an Land und betrittst den traumhaft feinsandigen Strand Nordafrikas. Du hast Appetit auf ein Steckereis, stapfst über den Sandstrand, die Strandbar zu suchen und findest sie erst nach knapp 5000 Kilometern irgendwo in der Nähe von Kairo. Ganz große Scheiße. Also gerade wenn du wirklich Appetit auf Steckereis hast. Ne? Naja. In der Steppe von Kasachstan. Früher, als es noch die Sowjetunion gab und der Kapitalismus sich zwar auch schon Schweinereien erlaubte, die allergröbsten Sauereien aber nicht, landeten die Raumkapseln der Kosmonauten üblicherweise irgendwo in der Grassteppe von Kasachstan. Ich erinnere mich noch an die bewegten Bilder in der Tagesschau. Eine Gruppe von Menschen stand herum und wartete darauf, dass es Kosmonauten regnete. Eine andere Gruppe filmte die wartenden Menschen, war aber selber nicht zu sehen. Die Kapsel war mit einem Male zu sehen. Der Brandfallschirm ging auf und die Kapsel landete, Staub aufwirbelnd. Wupp. Kannst du mir ungefähr vorstellen, ne? Die Luke öffnete sich. Und als der erste Kosmonaut erschien, lachten die Frau des Kosmonauten und sein Kamel vor Freude über die glückliche Heimkehr. Ja? Damit es nicht so abstrakt bleiben muss. Mhm. Na, ob es du magst oder nicht. Doch schon, ne? Also, ah! Links, das ist die Frau und rechts das Kamel. Nur damit keine Verwechslungen, ne? Und so weiter. Sie wissen es. Gut, also, das war das eine. Die Raumfahrer waren mir seinerzeit ziemlich wurscht. Was mich beeindruckte, das aber sehr, war die Landschaft. Diese brettelebende Gegend, die eigentlich gar keine Landschaft ist. Ich meine, bretteleben ist es nördlich von München und südlich von Hamburg auch. Aber dort gibt es Bäume, Sträucher, Fernsehtürme, die allesamt die Sicht versperren. Ne?
wären diese lästigen Zeugnisse der Aktivität von Natur und Mensch nicht, dann könnte man vom Hamburger Fernsehturm aus bis zum Ural schauen. Ne? Wenn man denn Lust hätte, sich den Ural anzuschauen. Ne? Aber wer hat das schon? Naja. Und man sehe schon von Weitem, wenn Putin mal zu Besuch auf einen Kaffee käme. Ne? Wenn. Aber so ist es nicht. Es müsste, so dachte ich mir, und denke es noch, in der kasachischen Steppe so sein, wie auf dem offenen Meer bei absoluter Windstille. Eine faszinierende Vorstellung, im wahrsten Sinne atemberaubend. Man hat mich mit dem Hubschrauber an diesen Punkt der unendlichen Steppe gebracht. Dann ist das Fluggerät wieder weggeflogen und ich stehe nun Mutterseelenallein in diesem gräsernen Meer. Langsam drehe ich mich um 360 Grad und sehe immer das gleiche Bild einer kurzgrasigen Wiese. Sonst nichts. Boah. Kein Baum, kein Strauch, keine menschliche Behausung. Noch nicht einmal ein Fernsehturm. Ich muss mich flach auf den Boden legen und die Augen schließen, um nicht von der Angst vor der unendlichen Weite aufgefressen zu werden. Einen ungefähren Eindruck von dieser albtraumhaften Situation vermittelte die Szene mit dem Crop Duster in Alfred Hitchcocks Film Der unsichtbare Dritte, ne? Wo der Cary Grant mit dem Bus irgendwo in den amerikanischen Mittelwesten fährt. Dort, wo er am flachsten und menschenleersten ist, an einer Bushaltestelle aussteigt und dann eben im Nichts steht. Ne? Irgendwann kommt ein Auto und ein Mann steigt aus, der auf den Bus in der Gegenrichtung wartet. Und das war's dann schon. Ne? Und dann wird's spannend. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Also, der unsichtbare Dritte. Hm? North by Northwest. Ja? Gut. Als Schüler war ich mal auf einem Wochenendseminar auf der Feste Oberhaus in Passau. Also, Feste Oberhaus schreibt man mit V, irritierenderweise. So sind's, ne? So sind's. Also, die Wochenendseminar, gesponsert von der Schule, veranstaltet vom Volksbund für Frieden und Freiheit, einer höchst dubiosen antikommunistischen Organisation, was ich damals aber nicht wusste und mir überhaupt nicht klar war. Egal. Es war im September, Oktober, die Nächte waren bereits ziemlich kalt, die Erderwärmung noch nicht erfunden. Und die Heizung hatten sie in der Jugendherberge nachts abgedreht. Ich habe gefroren wie ein Schneider oder wie zwei nackerte Schullehrer. Okay. Endlich war die Nacht vorbei, der Sonntag war angebrochen, ich ging hinaus, um einen Blick auf die tief unter mir liegende Stadt zu werfen. Die Sonne war bereits aufgegangen, es war wolkenlos, hell, aber Passau war weg. War nicht mehr da. Wo Passau hätte sein müssen, war ein Nebelmeer. Schneeweißer Nebel im Sonnenschein zwar, aber eben doch Nebel. So muss sich Beowulf,
der Held gefühlt haben, damals in grauer Vorzeit, als unsere alt gewordene Welt noch jung und bunt war und erfüllt von Leben. Ach, ich atmete tief durch, genoss den Anblick. Heilige Schauer durchrieselten mich, als mit einem Male die Glocken zu läuten anfingen. Ein Klang, der mahnend aus dem Nebel kam. Jesus Christus ist unser Herr. Und dann, ich lüge jetzt nicht, und dann erschien ein Kreuz. Nichts, nichts, als ein aus dem weißen Meer ragendes Kreuz. Dazu das christkatholische Sonntagsläuten. Wäre ich nicht schon katholisch gewesen, ich hätte mich unverzüglich taufen lassen. Und dann kam eine Zwiebel unter dem Kreuz und noch ein Kreuz daneben und noch eine Zwiebel und immer noch die Sonntagsglocken. So war das. 2 Monate später ritt ich mit meinem Heer in Jerusalem ein, nachdem ich zuvor die ungläubigen Muselmanen niedergemetzelt hatte. Nie war Religion schöner. Okay. Oh, das war's dann, Leute. Okay. Mehr habe ich leider nicht. Naja. Gut. Auf bald. Oder wie der Franzose sagt, en bientôt. Wie sagt der Franzose? Ah, bientôt. Bientôt. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Franzose.